Wilder Modus, etwas herausfordernder, frische Brise, einfacher. Da Kirby sowieso mal ziemlich einfach ist, nehmen wir den Wilden Modus, wa? Ich wollte frische Brise nehmen. Mit mir wird's auch für dich eine frische Brise, würde ich sagen. Und damit Tag auch und willkommen zu Kirby und das vergessene Land, dem ersten 3D-Ableger aus der Serie. Mit dabei ist, Steve aus Long Island. Moin! Ich melde mich kurz aus dem Schnitt hier. Dummerweise habe ich bei der ersten Aufnahmesession den Spielsound in Mono aufgenommen. Das betrifft die ersten 9 Folgen, beziehungsweise die ersten 3 Welten. Ab Folge 10 ist der Sound in Stereo. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Achso, mit dem wilden Modus darfst du auch nicht vergessen. Ich bin halt noch ein zusätzlicher Handicap, ne? Ich weiß. Ich hab's dann halt extra schwer. Vielleicht ist es ja diesmal gar nicht der Fall, dass du, das weiß ich nämlich nicht, einfach nur die Fähigkeit, die ich aussauge, als Männchen kriegst. Und wenn du stirbst, sauge ich einfach eine neue Fähigkeit und erschaffe dich neu. Vielleicht kriegst du diesmal einen extra Kirby. Wäre mal nicht schlecht. Und wenn du tot bist, bist du tot, dann passt du ein bisschen besser auf, statt überall reinzudrehen. Nö. Nee. Trotzdem nicht. Dann renne ich dich überall rein. Und saug dich ein und dann. Das wird hoffentlich nicht funktionieren. Los, Kirby, rette ihn! Nein, Kirby, das finde ich. Was war das für Augen? Nö, er war halt geschockt so. Wo kommt die Säule her? So, die Handlung ist jetzt was? Wir sind irgendwo in eine Schlechtwetterwolke reingeraten, ja? Ja. Ganz sandig. Du siehst richtig, dass die Augen nicht wirklich dreidimensional sind, sondern einfach nur 2D oben drauf. Mhm. Okay. Ah. So, was haben wir hier? Das Hupfen. Das Saugen. Kann ich die Krabbe einsaugen? Ich hab sie. Wieso ist die weg? Ist sie nicht nach rechts weggeflogen? Man weiß es nicht. Kann ich das verdauen? Achso, wie drücke ich jetzt nach unten? Das ist eine gute Frage, ne? Hm. Ne, was soll's. So schon mal nicht. Auf geht's. Ja. Ich bin anscheinend noch nicht mit drin. Ne, ich denke mal, das wird wahrscheinlich jetzt. Wir hatten noch nicht mal eine Auswahl von wegen Singleplayer irgendwas Modus. Hm. Wahrscheinlich ein gezwungener Auftakt. Das geht nicht. Ja, Tutorial-mäßig springen kann ich. Ersteindruck gefällt mir schon mal gut, erinnert mich so ein bisschen an Super Mario 3D World. Und dann, wohin? Den großen abballern? Auf den Aussprung, okay. Ja. Drei Münzen. Ui, was ist das denn für ein Vieh? Ja, das Kirby ist ein essbares Vieh wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Achso, hoppla. Eine Kirche. Checkpoint, Alter. Eine Dose? Ich würde sagen, geh ins hohe Gras, vielleicht kriegst du ein Pokémon. Sauge ich einen Taubsi ein. Boah. Zerstörte City. Schönes Wetter hier. Wo will denn die Kamera hin? Die will, dass wir die Umgebung genießen. Oh ja, weg damit, ich wäre schwer. Ich würde sagen, alles schon völlig überwachsen, weißt du? Wahrscheinlich hunderte von Jahren Zivilisation ausgeschaltet. Die Uhr scheint auch in Ordnung zu sein, genau wie das Licht, das Straßenschild. Ich muss jetzt auf jeden Fall nichts Spezielles drücken, als ich den Schwerthannes eingesaugt habe. Also wurde es gleich direkt zum Hat er automatisch gemacht, ja. Aber wie gesagt, nach unten drücken ist ja im 3D irgendwie schwer möglich. Mhm. Jetzt stellen wir uns hier mittig und dann... Ach, reicht schon einer. Ah, du kannst wie Zelda... Link, was auch immer, halt das Gras zerschneiden. Ja, das ist ja die Anspielung, deswegen kriegt er auch bei der Schwertfähigkeit die Mütze. Das Fass geht schon mal nicht. Schweben ist nochmal am Sprung. Achso, ein paar Mal A drücken, oder wie? Okay. Mussten sie ja auch anders machen, weil nach oben drücken kannst du ja auch schwer bei 3D. Ja. Okay. Ich würde gerne noch wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, die Luft auch schnell wieder auszuatmen, wenn du runterfallen willst. Oh, Bombenhannes? Eigentlich nicht einsaugen, oder? Naja. Ja! Welche die Fähigkeit wieder los? Power ablegen mit Y, okay. Gedrückt halten. Da ist mein Schwert. Wieso bist du neu da? Deswegen. Oh. Bums. Wäre schön, wenn ihr mir sagt, wie ich Player 2 reinkriege.
Kommt noch, kommt noch. Ist ja noch alles Tutorial. Ja. Mhm. Oh, das hätte ich bestimmt noch aufschieben müssen. Möhrchen! Hm. Ja. Ja, kann ich die Kamera drehen mit dem Rechtsstick? Ja, bedingt. Du kannst den Winkel kurz verändern. Naja, gut. Direkt vorbei. Kann ich mich damit selbst verletzen? Hallo? Ich glaube nicht. Gut, okay. Rinnenpuff. Ich dachte gerade, du würdest auftauchen, aber nein. Vielleicht bin ich ja der Hund. Wer weiß das schon. Nein, Köpfe zum Auto! Yes! Alter! Was? Oh Gott! Der arme Kirby. Springen und Turbo, mhm. Also der ist doch völlig ausgeleiert jetzt. Kann ich das auch so umfahren und Turbo? Nein. Kirby hat so keine Mütze auf. Achso, das ist nochmal eine Bombenfähigkeit, ja. Kann den Turbo hier auch gedrückt halten? Scheint so. Gut. Alles wegnatzen. Nice. Achso, erstmal hier unten durch den Tunnel fahren. Ist noch was drin? Ein paar Münzen. 84 haben wir schon, Adrian. Wofür auch immer wir die brauchen. Da ich wahrscheinlich springen drücken müssen. Nee, geht doch so. Oh, Bums. Wie möchte ich trotzdem gerne unten noch gucken? Okay. Das ist aber nichts Spannendes mehr, ne? Ne. Scheint nicht so, Judy. Ja, also optisch spricht es mir auf jeden Fall schon mal an, haben sie schön gemacht. Ja. Und ich bin jetzt schon gespannt, was kann ich denn bitte noch alles Riesiges einsaugen? Neben dem Auto. Die Füße sind die Blinker. Hinten. Echt? Du musst gleich mal drauf achten. Seltsamer Horizont. Auf, los geht's los. Da siehst du die kleinen Füße? Ja. Eine neue Welt liegt vor dir, riesengroß. Hat er mit den Füßen auch gewackelt, wenn ich abgebogen bin, mit dem rechten rechts und so weiter? Ich glaube nicht. Diese haben wir von hin und her geschwungen. Es sah nur so aus. Hm. Ist jedenfalls ein neues Traumland voll Freude und Spaß. Hm. In dem du kämpfst und mampfst und dich ausruhst im Gras. Und jetzt bitte auf Japanisch. Er hält sogar extra an beim Zebrastreifen. Niemand, der dich bremst, Abenteuer zu bestehen. Der Himmel bricht auf, es gibt viel zu sehen. Fühl dich frei. Ich find's auf jeden Fall gut, dass sie im deutschen Text darauf geachtet haben, dass sich der Text immer noch reimt. Lass dich von deinem Herzen leiten und hab Spaß dabei. Frische Frühlingsbrise, da ist deine Brise, bitteschön. Jedes Abenteuer angehen ist deine Devise, neue Welt. Kann uns eigentlich egal sein, oder? Weil die Waddle Dees sind ja eigentlich auch unsere Gegner. Ja gut, tschüss Auto. Das Auto aus.
So, immer noch die Bomben. Ich drück einfach mal andere Tasten. Nein? Da freut er sich auf der Taste? Oh, schön. Da kann ich mich duken? Okay, alle vier L- und R-Tasten sind duken. Nice. Wie krieg ich dich nur, ist die Frage. Noch was? Nee. Soll ich mal ganz schnell gucken? Ich weiß nicht, ob das noch theoretisch zum Tutorial zählt, weil das müsste ja eigentlich abgeschlossen sein, oder? Ich glaube nicht. Ich hätte jetzt bei so einem Open-World-Ding noch irgendeinen Hub erwartet. Und vielleicht noch, ja. Dreidimensionalen Augen überall auf den dreidimensionalen Viecher, ey. Das ist echt. Sieht ein bisschen komisch aus. Was haben die da eingesperrt? Weißt du das? Was die da eingesperrt haben? Ja. Nö, das kenne ich nicht, das Vieh. Das muss neu sein. Na, siehst du, wenn ich den befreie, dann habe ich dich. Pass auf. Da. Da ging ja flott. Achso, nee, da kommen noch mehr. Also die Bombenfähigkeit ist schockig. Wie immer. So, hinter. Dem wurde schon mal ins Ohr gebissen. Kirby hat schon gemampft. Schneller Text, danke. Puh, du hast mich gerettet, vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen? Diesen Waddle-Dees, die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften gegen die Bestien gekämpft, doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Nicht die Waddle-Dees. Jo, fliegen wir mit dem Stern. Wie, du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig! Dein Name ist also Kirby? Freut mich, ich bin Elfilin. Nicht Elfilin? Dann Evelyn? Aber das ist ein L am Anfang mit drin. Also Elfilin? Elfilin, wie möchtest du es aussprechen? Ich weiß es nicht. Kannst du irgendwas drücken? Start? Keine Ahnung. Hast du nicht gesehen? Ja, Start war es nicht. Sorry, das war der Home-Button. Oh, jetzt bin ich schon zu weit gelaufen. Entschuldige. Hey, Start-Button? Ich glaube, jetzt brauchst du gar nicht drücken. Jetzt sind wir wieder in der Sequenz drin. Um das Abenteuer mit zwei Spielern in der Rolle des Waddle-Dee-Assistenten gemeinsam zu erleben, wähle Teammodus im Pausenmenü. Okay, ich wähle den Teammodus. Pass auf. Puh, was bin ich froh, dich zu sehen. Ich wurde nämlich auch in den Wirbel auf Planet Pop gesaugt. Falls du mal einen zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst, sag Bescheid, spring gerne ein. Falls du gemeinsam mit einem zweiten Spieler spielen möchtest, kannst du dich jederzeit über das Plus-Pausenmenü. Plus. Teammodus. Jo. Woo! Yay! Na dann, ab geht's. Wie kannst du was aufsaugen? Saugen war meine B-Taste. B-Taste ist Fähigkeit und Saugen. Ah, oh, dann habe ich das nicht. Nee, Waddle Dee nicht, nee. Und springen war A. Wenn du was loswerden willst, wieder auf Y. Jo. Naturebenen. Was ist die ganze Zeit los? Urbane Graslande. Mhm. Das ist die Waddle Dee Stadt. Ja, dann wird das sogenannte Hub, was du meintest, sein. Hm. Haben wir die nicht gerade abgeschlossen, theoretisch? Nee, gut, dann ist es das nächste Level. Dann haben wir die Stadt gerade abgeschlossen. Gut. Schließe den Abschnitt ab. Rette die versteckten Waddle Dees. Achtung, wieder mit diversen Nebenaufgaben. Kriegen wir hin. Ich glaube nicht. Gleich schon mal als Vorwarnung für euch, das wird kein vollständiges Let's Play. Also ja, wir spielen es vollständig durch, aber ich bezweifle, dass wir alle Nebenaufgaben mitnehmen werden. Oh, ich kann mein Speer aufladen. Ach, du wirst automatisch zu mir teleportiert, wenn ich zu weit weglaufe, ja? Ja. Hm. Ich meine, der Vorteil an der Stelle ist, wir nerven uns nicht gegenseitig. Jetzt kannst nur du mich nerven. Ja, aber dafür dich dann wahrscheinlich oftmals richtig, ne? Ja gut, dann bist du halt immer Waddle Dee und kriegst keine Fähigkeiten, oder das wäre natürlich auch ein bisschen traurig.
Ist aber ziemlich lustig, guck mal, ich hab hier eine Speere. Und den schlafenden Hund hier vorne einfach mal ordentlich weggekoffert. Ich wollte den Stern da noch einsammeln. Ja. Nice. Kann ich auch raufspringen auf die Viecher? Wollte ich gerade ausprobieren, verdammt. Lass mal versuchen, ob ich da raufspringen kann, bitte. Okay. Jetzt die Höhe einschätzen hier und... Ach. Ach Mist. Pass auf, das mach ich von hier. Sorry. Danke. Das ist lang gebraucht. Ah, okay. Ich werde meine Luft auf jeden Fall wieder los, indem ich die Fähigkeitstaste drücke, wenn ich schwebe. Was ist das? Oh, ich kann auch schweben. Also macht ja auch Sinn, aber... Ich weiß gerade nicht, ob ich meine Bombenfähigkeit wieder loswerden will, weil eigentlich ist die geil. Ich würde mich gerne hoppala was anderes mal ausprobieren. Ich bin automatisch raste aus. Dosenschuss. Ey, bleib stehen, ich hätte gerne Cola. Du nimm was, das sind genug Getränke jetzt. Alles gratis. Damn, ich finde nur Pepsi. Trinkst den. Du hast Schaden gekriegt, hoppala. Soll noch was Spannendes? Na, kannst du hier das Tor hier irgendwie aufreißen? Mit Dosen weggeschossen. Ja, versuchst du mal, ob du hoch kannst? Ja. Muss wahrscheinlich mit, ne? Ja. Okay, tschüss, Automat. Blümt. Was ist das? Nimm's mal mit. Die Kapsel. Eine Ü-Ei-Kapsel. Hätten wir von außen noch weiterspringen können? Kann man hier runterfallen? Stürz dich mal bitte ins Nichts, sieh, ob das geht. Geht nicht, ja? Oh, das will ich einsaugen. Das geht bestimmt jetzt noch nicht. Oh, Hündchen. Ups. Jetzt haben wir das Ding kaputt geblastert, ne? Mhm. Ist da noch was hinter? Ups, sorry. Oh, sehr gut. Du kannst es nicht beenden. Das ist schon mal gut. Yay. Bombe. Ich frage mich, was wir mit den Münzen noch machen können. Vielleicht heilen oder falls wir draufgehen über Mario. Gute Frage. So, weg damit. Vollstopfen? Nun stopf mal voll. Kann ich nicht, ich hab keine Bifähigkeit. Abwerkspixer? Ja. Okay. Das ist ulkig, ey. Oh mein Gott, sorry. Gesundheit. Oh, hier, danke. Guck mal. Geil. Ja, ich würde letzte Münze noch haben. War noch eine drin? Ja. Holen wir. Yes, nochmal. Pieks mal. Nups. Oh. Der hat mich erwischt. Ich wollte mich gerade, dass mich der Hund nicht erwischt hat. Wo ist das Ding hin? War das doch ein Draw? Habe ich ihn getroffen? Nee. Nee, der gecharged. Bims! Wo ist das denn hin? Okay. Ich bin noch so erledigt. Wow. Guck mal. Aha. Das wird nass. Ich bin irgendwie nicht mit hochgekommen, sorry. Das geht. Jetzt. Aha. Oh, nice. Ja, wir wissen noch nicht, wofür es ist. War hier noch was? Ne. Müssen wir noch hoch? Nö, nö. Na gut. Kann ich so eigentlich auch schweben? Nee, das geht nicht. Oh, ich hätte dir das Leben anlassen sollen, glaube ich. Ich glaube, die Karotten geben Leben, oder? Ach so, ist es nicht auch wieder mit dem... Ich wollte gerade... Doch nicht? Mit dem Schmatzen, wenn man sich berührt irgendwie, dass man da Lebensenergie durch die Gegend schmatzt? Komm mal her, berühr mich mal. Hm? Na, wie? Einfach gegen mich gegenlaufen. Nö, ist nicht mit Schmatzen. Oh, ich habe keine Bombe mehr. Klassisch Bumerang. Ui.
Durchhalten kann man auf jeden Fall schon mal nicht mit der Fähigkeit. Der Schwert Grobian. Achso, das sind nur Dinger zum Einsaugen, falls ich keine Fähigkeit habe. Naja. Ich fliege einfach die ganze Zeit nur rüber. Das ist sicher wieder meine Fähigkeit von oben. Machst du noch Schaden, ja? Ja. Nicht schlecht. Ich dachte, ich wollte zum Schluss noch ein paar Pferde reinbringen. Schade. Achso, soll ich den einsaugen? Och, ne, finde ich Bumerang geiler. Erstmal rechts, links, mal gucken. Nein. Ich dachte, die wollen, die sind unsere Gegner, deswegen hab ich da gleich drauf geworfen. Dann lauf du mal dagegen, ob du das auslösen kannst oder ob das immer ich machen muss. Okay, warte ganz kurz. Ich hab gecharged. Ja, kann ich auch. Okay, also solltest du bei sowas dann warten, wenn ich sag, warte mal, ich guck mal erstmal rechts oder so, dann nicht gleich gegenrennen. Mhm. Wir haben nur einen von. Da waren noch zwei Versteckte. Wo auch immer. Das muss auch noch nicht das Ende sein, ne? Ach stimmt, das kann nur ein Abschnitt gewesen sein, aber ich denke, wenn das schon so ein Bossgegner war. Ja. Doch, das war das Ende. Nee? Nein. Vielleicht. Das nehme ich mal. Ja. Woo. Ach guck mal, jetzt war es doch mit dem Schmatzen. Oh, und dann habe ich direkt den Schaden gekriegt. Oh. Ich habe aus Versehen eben den ersten Kürbis eingesammelt mit einem Bumerang. Das muss neu sein, das ging früher glaube ich nicht. Aber du kannst es mir so abgeben. Achso, gut. Was ist er? Ach, Feuerstoff. Was ist öffne das? Mit Wackeln, okay. Oh, nice. Guck mal, wie ich da liege. Ich muss erstmal ausspucken. So, was Geiles drin? Ne. Nur ein Waddle-Dee. Bisschen großflächig hier. Käschen. Protoschen. Das da rechts erinnert mich so ein bisschen an Mario, wenn das eine Pflanzenranke wäre. Das haben wir ja eine Mechanik. So. Ja. Nee, ich meine Captain Toad Treasure Tracker, der kommt beiden vor. Ja, VLC brauchen wir. Hier ist noch. Achso, der ist wieder gekommen, einfach noch. Wie ist es? Ja, dann sauge ich mal den ein. Ja, und dann. Gut. Nee, so. Danke. Versuche abzulenken, geht das? So, Nummer 1. Warte mal, muss noch mal rauskommen. Ich muss ihn wahrscheinlich mehrfach treffen, denke ich. Zweimal? Nee, ganz oben auf ihn drauf. Guck mal, ja, sehe ich auch gerade, danke. Knack. Oh yeah. Ja, dann haben wir alle Bottle-Dies. Yay! Hühnchen im Schlaf gekillt. Ey, ich werde dann geworfen. Oh, da ist eine Tulpe, eine rote. Oh. Fragezeichen. Bringe 5 Tulpen zum Blühen, das war die erste. Da haben wir doch bestimmt schon was verpasst. Ja. Kriegst du was mit dem Speer eingeworfen, die Glasscheibe hier? Ich guck mal. Kriege ich alles kaputt. Bist du runtergelaufen, runtergefallen, irgendwas? Ja. Oh, Tulpe Nummer 2? Ja. Na, ob die doch erst jetzt alle auftauchen? Wieder oh nass. Gott. Was machst du denn, wenn du das Hütchen nicht mitgenommen hast bis hier oben? Och, Mensch. Musst du wieder runterlaufen? Ja, das ist natürlich doof. Alter, ach so, das dreht sich mit, das Mistvieh. Ja, und fängst jetzt nicht auf vollkommen auf dich, nicht auf mich. Ich ignoriere mich komplett. So. Oh. Bleibt er da dran? Oh, ich komme von hier aus nicht hoch. Ich dachte, ich müsste auf das Ding rauf. Ja, jetzt. Oh, hatte ich schon so viel Leben verloren? Falsche Taste. Ach, scheiße. Okay. Und ach, jetzt kann ich umgehen. Wofür brauchen wir denn diese Ü-Ei-Plastik-Dinger? Gute Frage. Brauchen bestimmt nach der Mission. Noch 3 Waddle-Dees. Einsammeln? Jo, mehr ist ja nicht, ne? No. Yay! Hey.
Zerstöre den Rollladen des Gebäudes und gelange über das herausspuckende Wasser auf den Balkon. Also nur 3 Tulpen haben wir übersehen. Jo. Kirby wurde an einen rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer. Und, Wolli-Figur. Der Wolli-Assistent wurde mit Kirby in den Wirbel gesaugt. Das ist, glaube ich, nur ein bisschen Handlung dazu, dass du bei den Ü-Ei-Figuren dir halt das nochmal angucken kannst. Oh, Schalter hat keinen Flavortext? Nein. Ab durch den Tunnel. Tja, ich wollte sagen, ab durch den Tunnel, ne? Oh, einen hat's noch gegeben? Du hast nun Zugriff auf deine Figurensammlung. Siehe dort bereits gesammelte Figuren an und versuche deine Sammlung zu vervollständigen. Jo, nee.